Wir dürfen jetzt auch schon unsere nächste Referentin ankündigen. Diese junge Frau kann leider heute nicht vor Ort mit dabei sein, aber nichtsdestotrotz wollen wir es euch jetzt nicht vorenthalten. Nämlich hatte ich schon das Privileg, mit ihr über Zoom connected zu sein und sie zu interviewen. Und deswegen für das nächste Zeugnis möchte ich das Technikteam bitten, einfach mal die Magdalena an den Bildschirm zu werfen. Eine Frau vorstellen, und zwar die Magdalena. Hallo! Wir sind gerade hier über Zoom connected und kennen uns seit wenigen Minuten. Und ich würde sagen, Magdalena, ich weiß jetzt zwar ein bisschen was über dich, aber wie cool wäre es denn, wenn du jetzt mal einfach erzählen würdest, wer bist du denn eigentlich? Wer ist Magdalena? Ja, ich bin die Magdalena, bin 17 Jahre alt, komme aus München. Meine Heimatgemeinde ist der CVJM in München. Bin dort aufgewachsen, genau. Hey, mega cool. Magdalena, wie kommst du denn dazu, dass du jetzt heute hier bist? Also wann hast du zum allerersten Mal von Jesus gehört? Ja, ich habe christliche Eltern, das klingt jetzt schon so. Aber meine Familie ist im CVJM Mitarbeiter und ich bin ein Mitarbeiterkind. Ich bin im CV aufgewachsen und wurde schon, keine Ahnung, ich habe zwei ältere Brüder, mir wurde schon sehr früh immer Bibelgeschichten vorgelesen. Das heißt, eigentlich kenne ich schon Jesus, seitdem ich auf die Welt gekommen bin. Also ich weiß, wer Jesus ist und so. Das ist richtig cool. Aber bist du dann auch immer mitgegangen, sonntags zum Beispiel, oder wie war das? Ja, also ich war schon immer im Gottesdienst, auch im Kindergottesdienst und habe da voll was mitnehmen können. Genau, als ich dann älter wurde, war es dann halt Freitagabend, wo ich dann gesagt habe, Freitagabend, wenn ich da in den CV gehe, nee, eigentlich habe ich nicht so Lust. Lieber würde ich was mit meinen unchristlichen Freunden machen, weil Freitagabend ist dann halt schon irgendwie Party und übernachten bei Freunden und nicht so das Christliche. Genau. Kenne ich nur zu gut. Kenne ich echt voll gut. Hey, und wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich für Jesus entschieden hast? Weil eigentlich warst du doch schon immer Christ, oder? Ja, also wie gesagt, ich bin Mitarbeiterkind. Das ist tatsächlich voll cool, wie ich gerade gesagt habe. Freitags war bei uns im CV in meiner Gruppe und ich wollte freitags eigentlich nicht mitgehen, weil ich dachte mir, nee, keine Lust. Jesus zwar schön und gut, aber meine Freunde sind mir wichtiger. Und dann kam meine Cousine auf mich zu und hat gefragt, hey, möchtest du nicht in der Gruppe kommen? Es ist voll cool. Und ich so, nee, eigentlich nicht. Aber aus Solidarität gehe ich mal mit und schaue es mir an. Und dann entscheide ich, ob ich weiterkomme. Und ich war da, ich fand es schon cool, einfach die Gemeinschaft mit den Mädels, da sind die Geschlechter getrennt im CV bei den Gruppen. Und mit den Mädels war voll coole Zeit und ich habe mich mit allen auch voll verstanden und so, aber Freitagabend war halt schon uncool. Und dann waren irgendwann die Herbstferien da. Und in den Herbstferien ist es so, da gibt es My Planet. Das ist eine Veranstaltung, wo nachmittags Workshops angeboten werden, die man besuchen kann. Und abends gibt es dann einen Gottesdienst mit Andacht, Lobpreis und so. Und meine Cousine kam wieder auf mich zu und hat gesagt, hey, möchtest du nicht mit mir hingehen? Und ich so, ja, natürlich. Nein, sowas nicht. Aber ich dachte mir, okay, ich kann es mir anschauen. Und eigentlich war schon die Neugier schon da. Wie ist das so? Weil meine Brüder waren halt auch im CV und die haben da voll immer Positives erzählt. Und ich dachte mir, okay, ich kann es mir mal anschauen. Und dann bin ich hingegangen. Und abends war ein Prediger da, der voll Feuer und Flamme ist, der so richtig geglüht hat im Heiligen Geist und eine Predigt gehalten hat über Gottesbeziehungen. Und am Schluss hat er aufgerufen, hey, wenn ihr eine Beziehung mit Jesus haben wollt, dann geht doch hinter, da sind Mitarbeiter, die mit euch gerne beten, die mit euch Lebensübergaben beten wollen.
geht doch hinter im Lobpreis. Und ich dachte mir, ja, es ist jetzt schon cool gewesen, was der erzählt hat, auch was der erlebt hat in seinem Leben mit Jesus. Aber bei mir war diese Hemmschwelle da. Aber irgendwann war ich an einem Punkt, nein, das ist doch so cool, was der erlebt mit Jesus. Und so glüht, der kommt in den Raum rein und du bist happy. Ich kenne ihn jetzt noch und er ist immer happy drauf. Er ist immer voll im Heiligen Geist. Wenn er die Tür aufmacht, du bist glücklich. Und so eine Beziehung zu Jesus wollte ich auch. Dass er einfach, dass man in den Raum reinkommt und man merkt, du bist mit Jesus, da ist was anderes an dir. Du bist mit irgendjemandem zusammen, der dich richtig happy macht. Und ich wollte mit Jesus unterwegs sein. Und dann kam die Band auf die Bühne und hat Lobpreis gespielt. Und ich dachte mir, okay, es ist schon irgendwie komisch, was denken jetzt die anderen, wenn ich aufstehe? Aber irgendwann habe ich mir gedacht, es kann doch eigentlich nichts passieren. Auch wenn das Lebensübergabegebet jetzt nicht so special ist und es vielleicht nichts wird, dann habe ich es wenigstens gewagt. Ich bin aufgestanden, bin hintergegangen und habe einfach ein ganz einfaches Gebet mit einem Mitarbeiter gebetet. Jesus, ich möchte mit dir leben. Wir sind jetzt in einer Beziehung zueinander. Haben Abend Amen gesagt und dann hatte ich eine Beziehung mit Jesus und es war cool. Ich meine, richtig, richtig crazy. Hast du da irgendwie Feuer vom Himmel fallen sehen, als du da so dieses Amen gesprochen hast? Oder hast du so gemerkt, so am ganzen Körper hattest du Gänsehaut? Oder hast du eine Stimme vielleicht auch vom Himmel gehört? Nee, eigentlich nicht. Es war so davor wie danach war nicht wirklich von außen was anders, aber ich dachte, innen drin war irgendwie was anders. Es war schon irgendwie so ein Special Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwas geschafft habt. Ja. Dann ist da dieses Gefühl drin und man kann es nicht beschreiben. Und das war so cool. Und ich bin mir sicher, dass ohne meine Cousine wäre ich nicht Mitarbeiterin geworden oder wäre jetzt nicht da. Also meine Cousine hat schon voll viel gearbeitet. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, quasi als deine Cousine dann gecheckt hat, hey, die Magdalena, die ich heute Abend eigentlich hier mit hingeschleppt habe, die hat sich für Jesus entschieden. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich glaube, ich habe es ihr direkt danach erzählt, aber in dem Moment war sie sich nicht bewusst und ich mir nicht bewusst, dass sie voll beigetragen hat dazu, dass ich mein Lebensübergabegebet gebetet habe. Es ist so lustig, weil vor 2 Monaten, also ungefähr an Ostern, habe ich eine Andacht gehalten, genau wie dieses Thema auch. Und da ging es halt auch um Jesus nachfolgen. Und da ist mir, während ich die Predigt vorbereitet habe, eingefallen, hey, meine Cousine hat voll dazu beigetragen, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Und das habe ich ihr erzählt. Und in dem Moment war es schon so, okay, krass, ich war da gerade mal 13, 14. Und ich habe was im Glauben bewegt, aber also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Lebensübergabegebet gebetet habe, war es uns nicht bewusst, also war es uns beiden nicht so bewusst, wie krass das war. Also sie hat sich schon richtig gefreut, das kann man sagen, die hat es voll gefeiert. Ja. Richtig spannend von dir zu hören. Wie würdest du das beschreiben? Also du hast jetzt so davor erzählt, dass deine Eltern ja schon immer Christen waren und du warst ja eigentlich auch schon immer, bist gläubig erzogen worden. Und du warst jetzt ja auch nicht so ein Ubo-Christ, der einfach unter der Woche aufgetaucht ist und dann am Sonntag so einmal aufgetaucht ist und gesagt hat so, hallo, hier bin ich. So warst es ja nie. Aber hast du irgendwie dennoch eine Veränderung nach diesem Abend gespürt? Ja, natürlich nicht sofort, weil ich war, also ich glaube, ihr kennt das alles, wenn ihr eine Person kennenlernt, dann ist es nicht so, nicht bei jeder Person so 100% bam, die Person möchte ich, mit der möchte ich immer Zeit verbringen. Das war nicht so. Und es war ein Prozess, also ich kann jetzt auch noch nicht sagen, dass ich 100%, so 1000% für Jesus einstehen würde, aber ich bin auf einem Weg, eine richtig tiefe Jesus-Beziehung zu haben. Und also für mich war es so, es hat sich was verändert in meiner Schulzeit, weil zu der Zeit, wo ich mein Lebensübergabegebet gebetet habe, wurde ich in der Schule
sehr, sehr gemobbt. Sei es verbal, sei es körperlich. Und das hat mir sehr viel an meinem Selbstbewusstsein genommen, an meinem Selbstwertgefühl. Und dann zu hören, dass es einen Gott gibt, der nicht einfach irgendwelche Teile aus dem Kasten genommen hat und gedacht hat, die habe ich jetzt noch übrig, was mache ich daraus? Daraus mache ich den Mensch und das wird die Magdalena und die schieben wir irgendwo hin und das ist mir eigentlich egal. Nein, er hat sich voll was gedacht dabei. Mich und alle anderen, bei jedem Mensch hat sich Gott was ausgedacht und über jeden Mensch denkt Gott was Positives und denkt, du bist wunderschön. Und bis ich das gemerkt habe, dass ich wunderschön bin, voll geliebt bin und kein Zufall. Jesus hat sich was dabei gedacht. Und das hat sich durch dieses Lebensübergabegebet geändert. Nicht sofort, es war auch ein Prozess. Ich bin voll oft zum Beten gegangen, habe das Jesus hingehalten. Ich habe gebettelt, dass ich mich selber lieben kann und dass er mir noch mehr von seiner Liebe gibt, die ich auf dieser Welt nicht empfange, sondern die ich nur aus Jesus ziehen kann. Und das hat sich verändert. Und ich glaube, mein ganzes Sein hat sich verändert. Ich bin selbstbewusster geworden. Zwar nicht, also ich kann nicht sagen, dass ich in meiner Schule die selbstbewussteste Person bin, aber ich bin in meiner Gemeinde da, wo ich mich wohlfühle, bin ich selbstbewusster und kann richtig aufdrehen, würde ich sagen. Und das ist, Fall. ja. Oh, Magdalena, du hast mir vorhin schon von einem richtig, richtig witzigen Fun Fact erzählt. Also ich bin zum Beispiel voll der Mensch. Für mich ist es voll die Herausforderung, Bücher zu lesen. Und die Magdalena, die hat mir vorhin erzählt, dass sie letztes Jahr wie viele Bücher nochmal gelesen hat? Also ich weiß, ich habe letztes Jahr angefangen, Bücher zu sammeln und ich habe in diesem Bücherregal sehr, sehr viele Bücher. Und wenn ich die gezählt, ich habe die vorhin gezählt, das sind ungefähr 60 Bücher. Ich habe noch ein Kindle, wo noch mal mehr Bücher drauf sind. Also circa über 100 Bücher habe ich gelesen. Was geht ab? Ja, das ist schon crazy. Magdalena, eine Frage jetzt an dich. Wie sieht dein Leben jetzt aus? Du sagst so, du liest total viele Bücher. Wir haben ja als Christen auch ein Buch, das uns total prägt und das unser Leben irgendwie ja auch total verändern soll, darf und tut. Ja. Und dieses Buch nennt sich Bibel. Wie geht's dir denn damit? Also, was hat denn die Bibel jetzt momentan mit deinem Leben zu tun? Liest du darin oder fällt es dir ultra, ultra schwer manchmal? Erzähl mal. Also, wenn ich die Bibel so wie lesen würde wie meine anderen Bücher, dann wäre ich mit der Bibel sehr oft im Jahr fertig, würde ich sagen. Aber also es fällt mir schon schwer, mich hinzusetzen und das nicht zu machen, weil ich ein guter Christ sein muss und ein guter Christ muss ja Bibel lesen und so, sondern wenn ich mich hinsetze, dann möchte ich mir Zeit nehmen. Und selbst wenn es nicht unbedingt Bibel lesen ist, sondern einfach da zu sitzen und in der Gegenwart Gottes zu sein und einfach seine Liebe zu spüren, weil das mache ich am liebsten, einfach im Lobpreis zu sitzen, die Hände aufs Herz zu legen und einfach in der Herrlichkeit Gottes sein und einfach alles auf sich zuschütten lassen. Und das ist das Schönste. Und mit der Bibel lesen, also Bibel lesen fällt mir immer noch sehr, sehr schwer. Und manchmal denke ich mir, entscheide ich mich jetzt zwischen meinem Roman oder Bibel, dann zieht manchmal, also eigentlich sehr, sehr oft, der Roman, den kürzeren, längeren, ist ja auch egal. Aber ich versuche mir das selber beizubringen. Mehr Bibel zu lesen und mehr in der Gegenwart Gottes zu sein. Weil dazu sind wir geschaffen, einfach sich von der Liebe zuschütten zu lassen. Wie sieht dein Leben jetzt aus? Also wir merken ja voll, du sprühst voller Energie und es schwappt quasi durch meinen Laptop zu mir hindurch, was ultra die Freude ist, das einfach zu sehen. Wie sieht dein Leben jetzt aus? Ist alles immer easy peasy oder zweifelst du auch einfach manchmal? Also es ist nicht easy peasy. Weil wenn man in die Bibel schaut, die Jünger waren auch mit Jesus unterwegs und das war nicht easy peasy. Ich würde sagen, in der Schule hat sich einiges verändert. Meine Klassenkameraden haben immer noch blöde Kommentare gegeben und geben auch jetzt noch Kommentare, aber das Wichtigste ist, was Jesus über mich denkt und das sind nur positive Sachen. Er sagt zu mir, ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Und selbst wenn die Klassenkameraden über mich sagen, du bist scheiße, du siehst scheiße aus, ist mir egal, Jesus liebt mich. Also in dem Moment fühlt man sich natürlich irgendwie schlecht, aber ich weiß, wenn ich
am Abend den Tag reflektiere, dann weiß ich, dass Jesus mich noch viel mehr liebt, als es irgendjemand auf diesem Planeten mir geben könnte. Und ich bin am Lernen mit Jesus gemeinsam. Zum Beispiel bringe ich mir gerade selber bei, für Menschen zu beten in meinem Umfeld. Ich glaube, wenn ihr in der U-Bahn oder so sitzt, dann kennt ihr das. Ihr sitzt da und jeder starrt auf sein Handy und macht irgendwas an seinem Handy oder hat Kopfhörer drin. Aber ich versuche mir das anzugewöhnen, mein Handy wegzulesen, entweder was zu lesen oder in der U-Bahn sich umzuschauen, einfach zu schauen, hey, für wen kann ich jetzt beten? Hat irgendjemand Schmerzen im Fuß? Geht der irgendwie mit Krücken oder läuft, krümmt? Dann bete ich einfach für die Person. Und da kommt Licht rein. Das dürfen wir glauben, dass wenn wir unsere Gebete haben, voll Kraft. Und ich zweifle sehr oft an mir, aber auch an Gott. Sei es, wenn ich irgendwie eine schlechte Note habe oder es Stress in der Familie oder eine Freundschaft gibt, dann frage ich immer Gott, muss es jetzt sein? Das ist doch jetzt richtig scheiße. Aber das, was hier auf der Erde ist, zählt nicht. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott über uns und ganz persönlich über mich denkt. Und wenn ich das weiß, was er über mich denkt, dann habe ich keinen Grund zu zweifeln. Nie habe ich einen Grund zu zweifeln. Du hattest vorhin auch schon ein bisschen erzählt, dass es für dich in der Vergangenheit richtig, richtig hart in der Schule war, dass du gemobbt worden bist. Und jetzt bist du ja auch an der neuen Schule, hast du mir vorhin schon erzählt gehabt. Und ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, wie schaut es denn eigentlich aus? Also wissen deine Banknachbarn in der Schule, deine Klassenkameraden, dass du gläubig bist, dass du an Jesus glaubst? Jein. Also meine drei besten Freunde in der Schule, die unchristlich sind, wissen, dass ich an Jesus glaube. Wenn die fragen, hey, was machst du am Freitag? Und ich so, ich bin beim Gottesdienst, stehe auf der Bühne und mache Moderation mit meinem Bruder. Ich freue mich voll. Ich darf was von Jesus erzählen. Und dann gucken die mich erst auch, okay, ein bisschen weniger Enthusiasmus und Motivation wäre auch irgendwie angebracht. Wir sitzen hier in der Schule. Aber, und die wissen das auch, was ich mache und was ich glaube, die wissen auch, dass ich im CVJM Mitarbeiter bin, beispielsweise. Und meine restlichen Klassenkameraden, glaube ich, kriegen mit, dass ich irgendwie anders bin, würde ich sagen. Ich glaube, ich weiß, dass ich ein Licht bin für diese Welt. Ich glaube auch, wenn ich überall hin, irgendwo hingehe, dann bringe ich mein Licht mit. Und ich glaube, sie wissen, dass ich irgendwie anders bin. Und ich hoffe, also ich versuche mir das selber anzutrainieren, dass ich auch in meiner Klasse von Jesus erzähle, weil wir sollen Salz und Licht für diese Welt sein und wir dürfen rausgehen und von Jesus erzählen. Scheißegal, was die Menschen über uns sagen. Echt so. Beste Botschaft der Welt und die muss einfach gehört werden. Ja, Amen. Hey, wenn ich dich jetzt einfach mal so fragen darf, du hast dich ja schon einmal für Jesus entschieden. Würdest du es nochmal tun? Auf jeden Fall. Es gibt so viel Cooles zu erleben mit Jesus. Also ich alles erlebt habe mit Jesus, die kleinen Dinge und die großen Dinge, das ist so cool. Ich lege es euch nur ans Herz, mit Jesus unterwegs zu sein. Ist so cool. Auch wenn ihr heute Abend irgendwie entscheidet, stimmt es jetzt wirklich, was die hier erzählen? Probiert es einfach aus. Ich meine, wenn es nicht passiert, dann ist es doch eigentlich, was habt ihr dann verloren? Aber ich weiß, dass wenn ihr das betet, dann habt ihr definitiv viel mehr gewonnen. Ihr habt so viel gewonnen, wenn ihr das betet und mit Jesus unterwegs seid. Liebe Magdalena, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du zu uns heute angesprochen hast. Es war so bereichernd. Ich wette nicht nur für mich, sondern einfach auch für viele, viele andere Menschen. Und ich will dich jetzt einfach ermutigen, lass uns doch jetzt noch gemeinsam für die Magdalena beten. Jesus, ich danke dir für die Magdalena. Ich danke dir, dass wir uns ihr Zeugnis anhören durften und dass sie uns erzählt hat, wie sie sich mit dir auf den Weg gemacht hat. Ich bitte dich, dass du sie auch weiterhin begleitest und weiterhin mit ihr euren gemeinsamen Weg gehst. Amen. Amen.